Okay, also ich habe gelesen, wie das funktioniert. Du musst das anscheinend irgendwie auf das Icon draggen, aber irgendwie funktioniert das nicht so, ne? Ah, doch, jetzt. Was mache ich aus Dämmerginster? Heiltränke. Ah, cool. Kann ich auch aus Teufelshut irgendwas machen? Nö. Aus Fliedertau? Aus Honigpilzen? Nö. Aus Bier? Was haben wir da? Weiß Efeu. Oh. Ah. Die Mental Health Tränke. Da brauche ich wohl anscheinend noch ein anderes Kraut. Ich gehe da nochmal rein. Ich kaufe einfach den ganzen Stock leer. Hallo. Zeig mir dein Angebot. Ja, zeig es mir. Weiß Efeu. Grabblüte. Da muss ich mal gucken, ob es da noch eventuell nicht andere Rezepte gibt. Na, schon wieder! So, also, es ist alles obsolet, was ich gerade in den letzten 2 Minuten gemacht habe, quasi. Mehr oder weniger. Dann wird es erstmal nochmal gespeichert. Ja. Haben wir hier? Aktuell nichts anscheinend. Okay. Da drüben komme ich aber nicht rüber. Also würde ich sagen, ich gehe jetzt offscreen schnell rüber in den inneren Bezirk und dann hole ich mal das Zeug für die. Für die Wachen. Wie kann ich dir helfen? Ich möchte reisen. Wo möchtest du? Und dann kommen wir wieder hin zu, kommen wir wieder hier zurück. Südbruch. Innere Bezirk, Kathedrale, Zentrum, Senatbezirk. Würde ich hier auch noch wollen eigentlich. Das wäre noch ganz cool. Aber ich glaube, das werden wir wahrscheinlich nicht so schnell sehen. So, wir sind jetzt hier. Die Kiste habe ich schon mal geöffnet, ne? Oh ne, doch nicht. Achso, der redet ja nicht mit mir, wenn ich die Rüstung trage. Komm, geh mal rüber. Geh mal rüber. Tausendfünfhundertsiebzig, krass. Eine Menge Rufe habe ich da. Schadet aber nicht meinem Ruf. Schadet auch nicht meinem Ruf. Anzüglich bebilderte Bücher. Wer kennt sie nicht? Okay, cool. Dann habe ich das schon mal gemacht. Komm, dann schwimme ich jetzt darüber. Dann probiere ich gleich mal das andere aus. Ja.
Dann probiere ich das mal. Wie kann ich dir... Ich möchte reisen. Reisen nach die... nach Südbucht. Nach Indy. Nach Indiana. Und dann will ich jetzt mal gucken, wie das mit dem... mit den Toten reden eigentlich funktioniert. Ah, Horst anscheinend. Frieden. Wann werde ich endlich Frieden finden? Ja, ich kann dich töten, wenn du willst. Was hält dich in dieser Welt? Was hält deine Seele in dieser Welt? Es gibt einen Gegenstand, an den ich mich noch immer klammere. Er hat mein Schicksal besiegelt. Okay. Gib es mir. Willst du ihn mir geben? Ich wäre nur zu glücklich, es los zu sein. Ja gut, dann gib ihn mir. Alter Brief, Hinweise zum Auftrag erhalten, okay. Ich habe den Brief wohl nun bekommen. Warnung für Akbar. Ihren Freund in der Werft zu warnen, dass er dort nicht mehr sicher ist. Die Stimme der Toten. Man liegt in der Kammer der Tränen in den Katakomben des Arsenalbezirks. Abgelegte Ehre. Unbezahlte Dienste. Will 150 bezahlt bekommen. Dienste bezahlt. Ein Captain vom Hafen. Okay, der verschwundene Bote. Dann bringen wir wohl jetzt nun den Brief zum Netz der Maske. Zurück. So wie es gewünscht ist. Wie kann ich dir helfen? Ich möchte reisen. Wo möchtest du? In den inneren Bezirkzentrum. Typ steht das wie angewurzelt da, ne? Bin nicht so bescheuert, aber gut. So, Eris. Hast du Fortschritte mit deinem Auftrag gemacht? Brief des Boten geben. Ich habe den Brief des Boten. Zeig es mir. Es ist wieder die gleiche Chiffre. Oh, wo habe ich nur meinen Kopf? Bitte, hier hast du etwas als Zeichen meiner Wertschätzung. Das ist also der Brief, den Viktor abfangen wollte. Darauf steht, Sophistos vom Netz der Maske, ihr müsst handeln. Wie ihr vorhergesehen habt, ist Viktor inzwischen kein menschliches Wesen mehr. Nur eine Person ist übrig, die seinen ewigen Triumph verhindern kann. Ich weiß, wie ich helfen kann. Sucht mich in meiner Waldhütte beim Efeugraben in den Bergen auf. Der Waldmann. Sophistos. Er gehört unserer Gilde nicht mehr an. Vielleicht kannst du etwas Licht in die Sache bringen. Der Waldmann, ich bin diese Person. Ich kenne die Waldhütte, aber der Besitzer ist tot. Ich kenne die Waldhütte in den Bergen, aber ihr Besitzer ist tot. Interessant. Und zu schade. Doch ich vermute, du weißt schon, wie mit den Toten umzugehen ist. Weißt du noch mehr über diese Sache? Komm, ich bin diese Person. Ich bin diese Person, die Viktors Triumph verhindern kann. Das überrascht mich nicht. Und es erklärt vieles. Weißt du noch mehr über diese Sache? Mehr weiß ich nicht. Mehr weiß ich nicht. Ich weiß deine Aufrichtigkeit zu schätzen. Dann geh und finde diese Waldhütte. Nutze deine Fertigkeiten und bringe so viel wie möglich in Erfahrung. Diese Waldhütte könnte uns helfen, dieses Mysterium endlich zu entwirren. Viel Glück und sei vorsichtig. Okay, cool. Auf Wiedersehen. Dann gehen wir mal. Dann gehe ich jetzt mal wieder zurück in die Berge und dann bringen wir da mal ein bisschen mehr Licht in die Sache, hätte ich gesagt. So, jetzt bin ich wieder in der Kupfermine.
Und jetzt gucken wir mal. Keine Bergarbeiter, kein Erz. Ja. Ich habe einige Arbeiter aufgetrieben. Oh, großartig. Nun können wir die Mine wieder eröffnen. Nimm diese kleine Belohnung für deine Mühen entgegen. Okay, cool. 700 Erfahrung. Das ist, eine große Belohnung für meine Mühen, würde ich behaupten. Dafür, dass ich die nur zufällig in der, Taverne angequatscht habe. Und die ja eh gehen wollten, also... Das war ja ihr Wunsch. Dann gehe ich einfach gleich so rüber zur, zur Hütte des Waldmannes. Wie er sich gerne betitelt. Haben wir noch einen Fliegenpilz? Oh, da ist jemand. Ah, mit Geist sprechen. Frieden. Wann werde ich endlich Frieden finden? Was hält dich in dieser Welt? Was hält deine Seele in dieser Welt? Es gibt einen Gegenstand, an den ich mich noch immer klammere. Er hat mein Schicksal besiegelt. Dann gib mir doch den Gegenstand einfach. Gib es mir. Willst du ihn mir geben? Ich wäre nur zu glücklich, es los zu sein. Jetzt kriegt er einen Orgasmus. Seinen letzten Geisterorgasmus. Da fließt das Ektoplasma aus ihm heraus. Die legendäre Schatzkarte erhalten. Okay, krass. Ist jetzt nur mein Problem. Ich muss halt jetzt wieder an alle Orte zurückrennen eigentlich, wo es solche Skelette gab. Um halt natürlich den vollen Umfang davon zu erhalten. So kriegt man halt natürlich seine Spielzeit halt auch mit rein. Wenn man mit einrechnet, dass die Leute halt ultra viel backtracken müssen. Um halt irgendwelche Sachen noch zu finden. Es ist ja alles optional. Aber die meisten Leute wollen ja, wenn sie in ihrem ersten Playthrough wollen sie ja alles haben. Um dann zu wissen oder ne, um dann zu gucken, okay, was ist jetzt so, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Und dann können sie ja dementsprechend so entscheiden im zweiten Playthrough. Da kann man ja dann Dinge skippen. So, da ist der Waldmann. Da quatschen wir mit dem mal. Takagor. Also hast du meine Rätsel gelöst und die Mondklinge gefunden. Oh, er hat die Stimme. Darüber bin ich sehr erfreut. Also weswegen bist du hergekommen? Wer bist du? Wer bist du? Ich war einmal ein berühmter Rüstungsschmied. Du hast die Preise gesehen, die ich hier in der Umgebung verliehen bekommen habe. Aber das ist schon lange Zeit her und ich brauche sie nicht mehr. Matteo war übrigens mein Lehrling. Sehr begabt, aber auch ungeduldig. Und nie war er zufrieden. Ich kannte deinen Vater. Als er noch ein Mensch war, verliebte er sich in eine Frau aus den Bergen. Du wurdest in einem eiskalten Winter geboren. Und sie gaben dich an Jarta weg. Denn dein Vater wusste, dass deine Geburt die Regel des ewigen Rates brach. Nee, gut, das hat er schon mal gesagt. Von Nesto und Dons Schicksal erzählen. Deine Neffen, Nesto und Don. Ach je, die beiden tun nicht Gute. Ich wusste, sie würden nicht weit kommen, ohne in ernste Schwierigkeiten zu geraten. Aber wie ich sehe, haben sie ihr Leben für dich gegeben. Und helfen dir immer noch auf deinem Weg. Ehrenwert. Meine Jungs, ich bin so stolz. Warum hast du die Mondklinge versteckt? Warum hast du die Mondklinge für mich versteckt? Ich sollte auf dich aufpassen. Und dein Vater gab mir die Mondklinge. Eine alte Waffe, die von dem zukünftigen letzten Begleiter getragen werden sollte. Sie wurde aus einem Material geschmiedet, das von den Sternen gefallen und in die Berge gestürzt war. Dein Vater sagte, dass ich die Klinge für dich bereithalten sollte, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert. Die Jahre zogen ins Land, du bist aufgewachsen und nichts ist geschehen. Die Klinge wurde stumpf und rostig,
und ich habe sie fast vergessen. Bis... Bis er gestorben ist. Wie bist du gestorben? Eines Tages haben einige Männer an meine Tür geklopft. Männer, die man nie zuvor in den Bergen gesehen hat. Einer von ihnen, sie nannten ihn Victor, stellte Fragen über deinen Vater und wollte wissen, ob er Kinder hatte. Irgendwie wusste er, dass ich ihm etwas verheimlichte. Und er setzte starke Kräfte gegen mich ein. Aber ich verriet nichts. Im Gegenteil. Als er in mir keine Gefahr zu sehen glaubte, erzählte er sogar seinen Kameraden freimütig von seinen Plänen. Später schrieb ich die seltsamen Worte nieder, um sie einem alten, weisen Freund zu geben. Namens Sophistos. Okay. Als sie wieder weg waren, schickte ich Sophistos einen Brief, damit er von diesen Plänen erfuhr. Aber dann ging alles schief. Der Bote ist nie angekommen. Der Brief ist offenbar nie angekommen. Und bald war mir klar, warum Victor so offen über seine Pläne gesprochen hatte. War eine Falle. Er hatte mich vergiftet. Ich konnte nicht viel tun. Also schrieb ich mein Testament. Mit einem Hinweis auf die Mondklinge, der an dich gerichtet war. Als ich schließlich starb, verwendete ich all meine Kräfte darauf, die Mondklinge mitzunehmen, um sie in der Schattenwelt zu verbergen. Durch diese Tat wurde mir die ewige Ruhe verweigert und ich wurde ein Geist. Oh, du könntest meine Notizen über Victors Pläne nützlich finden. Nimm sie an dich. Okay. Danke für alles, was du für mich getan hast. Leb wohl. Endlich bin ich frei und kann einen alten Freund ein letztes Mal sehen. Okay. Takagorthas, oder Takagor, seine Aufzeichnungen. Auszeichnung für den besten Schmied aufheben. Okay. Die könnte ich ja eigentlich dem Dingens zeigen. Dem Typen, der die Schmiede verkauft. Dann kann Matteo seine kann Matteo eine Schmiede haben. Oder die Schmiede haben in Venedig. Das wäre eigentlich ganz cool, ne? Weil dann habe ich die Sache mit der neuen Schmiede auch fertig. Das wäre eigentlich eine Idee. Oh, ich könnte auch nach da oben gehen. Ist der Geist von dem Typen eigentlich hier? Nö. Kein Plan, ob hier irgendwo ein Skelett ist, aber wäre recht interessant eigentlich zu sehen, aber hier ist keins. Anscheinend. Oder anscheinend. Je nachdem. Hier noch eine Aufgabe hier eigentlich. Gerne verwaltet. Nun kann ich das dem Messer der Maske berichten. Stimme der Toten. Abgelegte Ehre. Warnung für Akbar. Angemessene Schmiede. Wait a minute. Der verlangt nach Dokumenten, die beweisen, dass er ein würdiger Nachfolger ist. Jetzt auf seinen Gesinn, die eine Schmiede für Kunst belegen.
Und jemand wird Matteo benachrichtigen. Komm, ich gehe noch schnell zurück zu Matteo. Mal gucken, was er so sagt. Ich finde es auch lustig, dass er eigentlich so zufällig gesagt hat, dass Matteo sein Dings ist, ne? Hilfe anbieten, Rüstung anpassen. Okay. Ach, aber warte mal, um mir die leisten. Also. Okay. Kann ich dir. Du hast mir schon. Auf Wiedersehen. Okay. So. Dann gehen wir zur letzten Maske wieder. Und dann quatschen wir wieder mit Eris. Hast du Fortschritte mit deinem Auftrag gemacht? Ich weiß nicht. Ja, erzähl, was im Waldhaus passiert ist. Ich habe Neuigkeiten von dem Mann aus dem Waldhaus. Erstaunlich. Bitte nimm dies als Zeichen meiner Wertschätzung. Und jetzt lass mich einen Blick darauf werfen. Ist das möglich? Victor hat die Knotenpunkte benutzt, die Kontaktstellen zwischen den Welten. Und er hat sogar... Nein, das ist nicht möglich. Er hat in einem fernen Land einen von ihnen gefunden und hat ihn hergebracht. Nach Venedig? Nein, direkt in dieses Haus. Wie schändlich! Wie konnte er nur dieses heilige Objekt wegbewegen? Was hat er nur getan? Und was bedeuten diese Zahlen? Er, der kein Buch liest, liest das erste Buch. Er, der das erste Buch las, liest das vierte Buch. Er, der das vierte Buch las, liest das dritte Buch. Und er, der das dritte Buch las, schlägt noch einmal nach im ersten Buch. Ist das ein Rätsel? Kannst du darin einen Sinn erkennen? Bitte versuch es. Wir müssen es zu Ende bringen. Ich dachte schon, jetzt explodiert es hier irgendwo, aber... Ich weiß nicht. Sieht gut aus. Ah, zweites Buch drücken. Also der, der das erste Buch las, erstes Buch. Dann im vierten Buch. Dann las er im dritten Buch. Dann wieder im ersten Buch. Ich weiß nicht. Ah, cool. Also das Regal klappt sich sogar nach oben. Wild. Ich dachte, das schiebt sich jetzt einfach weg. Ah. Eine Portalfigur. Dann kriegen wir nochmal eine neue Fähigkeit. Sie kneift immer so die Augen zu, als würde das jetzt gleich wehtun. Ich finde das mal so wild. Und Benedikt ist wieder da. Jetzt kommt ja aber gar keine euphorische Musik. Ich glaube, die Musik ist ein bisschen buggy. Es wirkt manchmal so, als würde er sie gleich abstechen wollen. Oh, du hast dich sehr bemüht. Diesmal hast du mich gefunden. Was für ein Wunder. Mit jedem Tag wirst du stärker. Eines Tages wirst du mich nicht mehr brauchen. Sag das nicht. Vielleicht kannst du hiermit etwas anfangen. Er gibt dir gar nichts. Okay. Ah,
Aber nee, die bleiben ja ganz. Ich dachte immer, die gehen dann immer komplett kaputt. Aber die kann die halt einfach gar nicht. Die kann sie halt einfach nicht mehr benutzen. Dann reden wir nochmal mit Ehre. Wobei ich will jetzt erstmal gucken, was ich von ihm bekommen habe. Was kann sie denn jetzt benutzen? Buchbrechen? Beschwörung? Weiß ich nicht. Das hat uns also all die Jahre heimgesucht. Eines der heiligsten Artefakte aller Zeiten. Hergebracht von einem fernen Ort. Viktor muss es aus Konstantinopel geholt haben. Ich werde sicherstellen, dass es dorthin zurückgebracht wird, um die Lücke zu schließen, die in unsere Welt gerissen worden ist. Ich bin dir sehr dankbar. Du hast einen gefährlichen Fluch aufgehoben. Jetzt kann das Netz der Maske wieder das werden, was es einstmals gewesen ist. Ein Ort des freien Wissens. Okay. Unser Orden ist dir auf ewig. Ich möchte Fertigkeiten der Nekromantie lernen. Ich weiß viel über die dunkle Kunst der Nekro... Okay, was kann ich denn jetzt alles... Was kriege ich denn jetzt alles? Tödliche Nähe. Locke einen Gegner langsam in deine Nähe. Seuchengriff. Schrei der Verdammnis. Ein langer Pfad der Schatten. Lebensuhr in Scherben. Das finde ich gut. Widerhall. Der verlangsamte Schleier der Schatten wird in die Welt der Lebenden übertragen. Schattenwiderhall. Giftschleier. Verheerender Angriff. Nimm einen defensiven Stern, um mentale Angriffe abzuwehren. Oh, cool. Das finde ich gut. Aber das verbessern wir jetzt erstmal, das ist mir wichtig. So, der lange Partnerschatten. So, okay, cool. Dann habe ich ja auf jeden Fall einiges an Progress gemacht. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir wieder in den Arsenalbezirk, dann kann ich den Wachen wenigstens ihren Scheiß zurückgeben.